damit willkommen zurück bei Let's Play FIFA 14, der Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg und mir, dem Eismännchen. Tja, es ist Minute 1, beziehungsweise Spiel 1, nach dem Gipfeltreffen mit dem FC Bayern. Und ihr seht, wir haben Platz an Dortmund verloren. Wir sind immer noch guter Dritter und unser Saisonziel, ich sag mal jetzt international zu spielen, was uns vorgegeben war, waren ja Platz 6 zu erreichen. Das heißt, wir haben 7 Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen, die ganz schön eingebrochen sind. Und ja, unser eigenes Saisonziel ist natürlich, wie gesagt, mindestens Fünfter zu werden. Auch da haben wir immerhin schon 5 Punkte Vorsprung. Jetzt gucken wir mal hier, was noch möglich ist im nächsten Duell. Erstmal schauen wir uns an hier Scouting-Update ganz genau. Hier sehen wir ja schon mal, dass ein bisschen Potenzial da ist. Potenzial bis 80. Hier ist er, der kommende Weltklasse-Spieler anscheinend. Ich würde sagen, den verpflichten wir sofort. Ne? Dann haben wir auch hier Rankovic, denke ich mal nicht. Gerrit Spies, auch der Potenzial bis 90. Auch den werden wir in unserer Mannschaft schon aufnehmen. Und die anderen beiden, die werden wir mal weiter scouten. Scouting fortsetzen. Auch hier Scouting fortsetzen. Jo, sehr schön. Ja, den wollen wir löschen. Und Trainer, Sie finden weiter unten eine Liste von Spielern, und über die wir weitere Informationen haben. Na, dann wollen wir doch gleich mal gucken. Ja, das ist schön. Genau, den haben wir eben schon gesehen. Hier der Pascal Hünemeyer, das ist auch ein super. Also wir haben ja schon drei richtig gute Jungs drin. Ne? Die haben richtig Potenzial. Was hier los ist, dann könnte man sogar in der ersten Mannschaft. Ne? Ihr wollt sie übertreiben. Der bleibt erstmal, wo er ist, logischerweise. Ne? Da wollen wir nicht übertreiben, aber jetzt hier, jetzt geht's runter. Das nächste Spiel steht an gegen den FC Augsburg. Übrigens, ich finde, dass Augsburg eine ganz, ganz, ganz mies zu spielende Truppe ist. Was nicht heißen soll, dass ich nicht mag, sondern dass es eine ganz unangenehme Mannschaft ist. Daher werden wir auch wieder umstellen, logischerweise. Aber leider nicht die Formation ändern. Wir wollen den Kader haben. Ach doch, Gott, doch, Gott. Auch ich werde eines Tages hier durchblicken. Wir werden Co. wieder rausnehmen und werden dafür den Kollegen, obala, den Younes bringen. Ja, so auch, aber anders. Younes habe ich was Besonderes vor. Der kommt nämlich auch rein. Der wird jetzt anfangen für Helmes mal. Und auch der Tim Klose soll mal seine Chance kriegen. Der soll mal den Naldo ersetzen. Hier soll ja ein bisschen Spielpraxis auch mal an den Mann kommen. Der Patrick Herrmann bleibt auf der Bank. Ivica Olic wird mal weichen für Jonas Hoffmann. Tja. Und beim Rest ist es derzeit erstmal so, der ist weit hinten dran. Wir haben einfach nicht genug Spiele, muss man auch mal sagen, um hier jeden spielen zu lassen im Moment. Ich könnte, aber ich will nicht. Und wir gucken mal, was im Winter möglich ist, ob wir da eventuell noch Diego verkaufen oder wie es auch immer weitergehen soll. Wir werden uns da dann unsere Gedanken drum machen, wenn es soweit ist. So, wir können loslegen. Das tun wir jetzt auch. Rein geht's! Ins Spiel gegen Augsburg. Hier sehen wir schon die Tabelle, das ist ziemlich wichtig für uns. Wir sind, wie gesagt, immer noch guter Dritter. Und Augsburg kam gar nicht in den ersten vor. Da haben wir sie mit Bobadilla, den kennt man, mit Bayer, die sind nicht schlecht. Der Rafael Holzhauser ist ein gutes Talent. Ganz guter, ja, denke ich mal. Ja, wie gesagt, eine unangenehme Truppe. Wir gehen rein, wir spielen in Blau von rechts nach links. Und gucken mal, was heute möglich ist hier mit Younes. Ist gewagt, es ist auch nicht arrogant, aber ich möchte Armin Younes einfach die Chance geben, weil der meiner Meinung nach bisher gut gespielt hat. So, hier haben wir ihn gleich mal am Ball. Younes sehr schön auf Perisic. Ach, schade. Wollte ich durchstecken, hat nicht geklappt. Was jetzt? War abseits von uns? Ja, ja klar, deutlich abseits. Hat sich viel zu spät zurückgezogen. Das passiert bei Let's Play halt immer mal ganz gerne, wenn man sich nicht richtig drauf konzentrieren kann. Was aber keine Ausrede sein soll. So, Gustavo, der wird geblockt. Ich habe mir wieder eine ungünstige Trikotwahl zugelegt, den grünen Trikot von Augsburg hier. Und meinen blauen, muss ich zugeben. Ich hoffe, ihr seht es besser als ich. Ich habe so meine Probleme. Gustavo. Diego. Ah, Younes verliert das Laufduell hier. Oh, mein lieber Mann. Schönes Spiel. Ja, Diego steckte durch, aber leider zu optimistisch, würde ich sagen. Oder zu ambitioniert, wie ich gerne sage. Hahn, Achtung, Hahn. Aber Boateng ist da. Boateng ist eine absolute Säule. Und auch absolut, meiner Meinung nach, der richtige Mann hier. Er spielt das richtig gut, seit er da ist. Wie gesagt, ein Gegentor erst bekommen haben wir. Und das ist natürlich schon ziemlich gut, denke ich. So. Habe ich ihm eigentlich gesagt, Spiel 1 nach dem Bayern? Ja, ne?
Das habe ich gesagt, genau. Hoffenheim haben wir geschlagen 2-1 und dann kamen die Bayern. Da haben wir 0-0 gegen gespielt. Das ist unser dritter Spieler Weltklasse. Und wir tun uns erwartungsgemäß natürlich schwerer und das macht auch Sinn. Ja. Holtby. Varinha. Jetzt ist Trescher oben offen. Das, die beiden können das richtig gut spielen. Allerdings war der nicht so richtig gut von Varinha gespielt. Trash wieder sehr schön. Oh, kommt überhaupt keiner. Da kann er selber schießen. Trash und oh, den verhaut der, Alter. Den verhaut der. Er kann durchlaufen gerade. Keiner greift Trash an. Hier sehen wir es nochmal. Oh, und da haut er den Ball da drüber, Alter. Mein lieber Herr Gesangsverein. Brrr. Brrr. Kann ich dazu nur sagen. Unglaublich. Nun ja. Das sind halt die Dinger, die auf Weltklasse dann wehtun können. Perisic. Sehr schön gesehen, Varinha. Mach's nochmal, genau. Auf Trash, Christian. Trash. Flanke kommt. Eieiei, das war fast ein Flugaufball von. Okay, das war auch ambitioniert. Und nicht gewollt, gebe ich zu. Sehr gut geklärt. Boateng. Ah, hier oben ist eine Ansammlung von blauen Spielern, Varinha. Hold B. Ah, verdribbelt sich, aber kriegt das Foul. Sehr schön. Zieht das Foul? Varinha spielt schneller vor B. Ja, hier können wir natürlich nicht so gut mit Flanken arbeiten, muss man auch mal klar sagen. Mein Gott, habe ich eine scheiß Trikotwahl genommen. Da habe ich es wirklich schwer. Trash. Im 16er zu sehen, wer mir gehört. Diego. Diego wird nicht angegriffen. Zieht einfach mal ab. Aber da ist Manninger da. Und irgendwie also erwarten, dass Manninger da war. Tja, Diego, was soll ich von ihm halten? Hat sein Tor jetzt erstmal gemacht. Allerdings könnte da noch mehr kommen. Perisic. Gustavo. Varinha. Jawohl, und da wartet er wieder und Dresch kommt wieder. Varinha. Sehr schön gespielt. Direkte Flanke von Dresch jetzt. Da stehen wir mal. Younes Manninger. Mein lieber Mann. Guter Kopfball von Younes. Der Junge zeigt, dass er was kann. Schmelzer. Da kommt Perisic nicht hinter dem Ball. Gustavo legt auf Diego zurück. Und Manninger erneut. Mein lieber Mann. Also jetzt machen wir Druck hier. Wir gucken uns nochmal an. Gustavo ist sehr gut abgelegt. Und Diego nimmt den direkt. Ne, nimmt den nicht direkt. Aber, naja. Ins Torwart-Eck. Diego. Auf geht's. Da ist Boateng frei. Und Latte. 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 Meine Herren. Meine Herren. Wie gegen die Bayern haben wir hier das Chancenplus. Und wie gegen die Bayern, wo wir allerdings immer wirklich aufpassen mussten in der Defensive, dass es nicht einschlägt, treffen wir das Tor nicht. Holtby. Varinha. Gut von Younes. Ah, den kriegt er nicht mehr. Nein, den kriegt er nicht mehr. Vorteil für Augsburg. Was ist Scholek? Okay, Bobadilla aufpassen. Werner abgelaufen. Sehr schön von Varinha. Varinha macht das richtig, richtig gut hier. Klose. Also Varinha ist seit Wochen in Superform. Gustavo. Perisic. Gustavo. Schön steil auf Younes. Der Schmelzer anspielt. Der Perisic sucht. Ah, im Laufduell gegen Kaisenbracker hat er den kleinen Nachteil, dass er erst den Ball stoppen muss. Okay, das hat er vorgegeben und ja, jetzt pfeift er das auch. Verdammt. Wobei ich mir ernsthaft Gedanken mache, ob ich Ivan Perisic nicht als Stürmer bringen kann. Aber dazu gleich mehr. Bayer. Werner. Jetzt hat Augsburg sich so ein bisschen ins Spiel gefuchst, muss ich mal sagen. Vogt versucht hier den. Ja, wollte ich gerade sagen. Was war das denn? Ein Versuch. Klar, abseits, denke ich. Brauche ich nicht überreden. Die Uhr sagt schon 42. Es wird langsam mal Zeit für ein Tor von uns, wenn wir denn irgendwie mal unsere Überlegenheit auf der Anzeigetafel sehen wollen. Perisic schickt Schmelzer. Sehr schön von Gustavo. Sehr schön von Gustavo. Schmelzer. Nein, er wählt den Weg des. Egal. Den muss er spielen. Den muss ich spielen. Den muss ich spielen. Den muss ich spielen. Eckball. Marcel Schmelzer. Vielleicht ein Standard. Boateng wieder. Der ist dran und. Mein lieber Mann, ey. Wir kommen fast in jeden Kopfball. Das ist gut. Jetzt sehen wir es nochmal. Schöner Eckball. Und dann kommt Boateng. Aber. Ja. Da fehlen wieder Millimeter. Ja. 5 Paraden Manninger und 0 von Benayo. Das spricht eine deutliche Sprache, aber das Ergebnis auf dem Scoreboard leider auch. Es steht nämlich 0-0. Holzhauser. Nochmal, wir spielen auf Weltklasse. Mittlerweile das dritte Spiel.
Und ich würde sagen, wir verkaufen uns eigentlich gut. Perisic. Hahn war dazwischen. Ja. 6 Spiele ohne Gegentor. Also die Abwehr steht. Wobei ich nicht ganz weiß, warum die steht. Schmelzer. Diego! Ist Holzhauser da? Diego dribbelt sich fest. Gustavo. Gustavo. Es ist sehr eng. Perisic. Diego. Diego, jawohl. Lässt mal schön einen stehen. Diego wird nicht angegriffen. Diego und verzieht. Ich werde wahnsinnig mit dem schwächeren rechten Fuß. Verzieht Diego. Halbzeitstand. Alter, ey. Mein lieber Scholli. Was wir hier Chancen auslassen, ist wirklich unfassbar. So, und ich mache jetzt was. Ist egal. Es kann verrückt sein, kann auch nicht verrückt sein. Ich stelle Perisic jetzt in den Sturm. Nehme Diego raus und lasse Hermann spielen. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Mal was Neues probieren. Und wir stellen das Ganze nochmal einen Tick offensiver ein. Gucken wir mal. Patrick Hermann jetzt im Spiel für Diego. Younes damit auf der 10. Und Perisic. Ivan Perisic im Sturm. Holtby. Sehr schön den Ball erobert. Ach, schade. Da hat er sich gut durchgesetzt gehabt. Was ist jetzt los? Der Ball weg. Ah, jetzt kommen wir. Dresch. Virinha. Dresch. Oh, wei, wei. Das war das erste Missverständnis der beiden seit langem. Die starke rechte Seite. Zum ersten Mal kurz gepennt. Achtung, Ball bei Bayer. Man muss natürlich trotz allem aufpassen. Oh, jetzt gibt es sich ein schönes Loch. Ja, genau. Jetzt bietet sich nämlich ein schönes Loch für Bayer. Abseits. Nein. Hahn. Was ist hier los? Benayo, Eckball. Ich hätte gedacht, es tritt abseits. Was hat er irgendwie so angezeigt? Na, egal. Eckball für Augsburg. Höchste Konzentration. Gustavo kann klären. Hahn wieder. Aufpassen, aufpassen. Oh, ist das eng. Klose, klasse. Klasse gemacht, klasse gemacht. Und ab geht's jetzt mal. Der Konter. Vielleicht haben wir jetzt mal, wenn Augsburg aufgerückt ist, die Chance. Meter zu machen, Verinja. Perisic steuert an, dass er läuft. Läuft auch gut. Und da ist Younes im Abseits. Ich drehe am Rad. Ah, wieder eine Millimeterentscheidung. Und wieder fehlt ein kleines bisschen hier. Egal, weiter geht's. Younes. Gut gemacht. Jetzt fehlt außen was. Hermann ist ja auch in die Mitte gezogen. Wir müssten eigentlich mal wieder ein bisschen mehr durch die Mitte versuchen zu spielen. Schmelzer. Ja, sagt zum den Ball, weil er den Ball nach außen spielen will, Mensch. Och, verhakt. Aber Schmelzer holt ihn sich wieder, repariert seinen Fehler. Boateng, jetzt wird es gefährlich hier. Es ist eng. Jetzt steht Augsburg ein bisschen offener gerade und das müssen wir ausnutzen. Younes auf Perisic. 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 Das ist doch ein klares Foulspiel. Ich drehe durch, Leute. Das ist ein klares Foulspiel. Der wird im Schuss behindert. Ach, Mann. FIFA-Schiedsrichter, Leute. Im Schuss ganz klar behindert. Ivan Perisic. Leck mich fett, ey. Meine Fresse. Was ist das für eine Scheiße? Also, für mich ist das ein glockenklarer Elfmeter gewesen. Können wir uns jetzt aber auch nichts von kaufen. Weiter geht's. Trash. Und wieder kann er den Ball spielen. Und wieder ist Perisic durch. Wieder ist niemand in der Mitte. Jetzt kommt erst jemand. Das ist Trash. Das ist Trash. Und da ist er drin. Endlich ist er drin. Da ist es. Tor 1 zu 0. Meine Fresse, du. Boah, Spiel auf ein Tor. Christian Dresch erlöst uns hier. Sehr schön war Perisic aber auch gesehen. Legt schön zurück. Und da ist kein Mensch bei Dresch. Und schlapp. Jawohl. So spielt man Fußball. Endlich. Mann. Wie dumm. Und natürlich ist das unser Spiel. Wir suchen die Grundlinie und wir suchen natürlich auch das vertikale Fußballspiel. Und dann kann man so Dinge auch spielen, zurücklegend. Dann kann man auch so eine Abwehr dann mal aushebeln, die eigentlich echt kompakt stand. Und das ist jetzt... Oh, Achtung, Bobadilla. Ah, Benayo bleibt da. Das ist einfach auch die Krux in so einem Spiel. Dann muss man eben mal warten. In dem Moment hat Augsburg ein bisschen aufgemacht gerade. Zweimal. Hat uns zweimal ein bisschen Raum gegeben. Und da haben wir natürlich auch den Steilpass gesucht, gebe ich zu. Gustavo. Müssen wir natürlich dann auch. Holtby, da war einer dazwischen. Ich sag, Augsburg ist eine unangenehme Truppe. Bayer. Das ist in der Realität so und das ist im FIFA auch so. Achtung, Bayer. Ostolek war eine gute Flanke und Dresch repariert hier den Fehler. Von, ich glaube Klose. Ja, Klose hat sich eben verschätzt. Gustavo. Also die Trikotwahl ist einfach scheiße. Tue ich mir auch wirklich schwer. Younes, Holtby. Ja, Hermann. Ab geht's. Du hast noch frische Kraft hier. Ab geht's. Hermann. Jawohl, Hermann. Da ist Perisic. Aber der Kopfball ist nicht platziert genug. Schade, Manninger ist da. Kann man sich echt ärgern drüber. Und jetzt wechseln wir nochmal.
Mal auf die Kräfte gerade gucken hier. Wie sieht es denn hier aus? Verinia macht schon. Ja, Younes, genau. Younes hatte ich eben schon gesehen. Der hat nicht mehr so viel Kraft. Der muss jetzt auch runter. Dafür kommt jetzt Ko ins Spiel. Ko wiederum wechselt natürlich mit Holtby. Und für Perisic. Quatsch, für Perisic sage ich schon. Für Varinha kommt der junge Hofmann. Der soll auch mal Minuten kriegen. Dann hoffen wir, dass wir hier den entscheidenden Konter setzen. Neulich haben wir auch gut gegen Hoffenheim gewechselt. Da haben auch die Einwechselspieler das Tor vorbereitet. Hier ist wieder Varinha. Younes, jawohl, jetzt sich nochmal durch hier. Und wie? Und verhaut das Ding. Ja, da hat er nicht die Schusstechnik für den zu schlänzen. Egal, jetzt kommen die Wechsel. Das war auch wichtig. Kurt Hoffmann also für Younes und Varinha auf dem Platz. Varinha hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Und jetzt gucken wir, was der junge Jonas Hoffmann auf die Reihe kriegt. Helmes also nicht auf dem Platz. Helmes darf das erste Spiel, wo er nicht eine Minute gesehen hat. Und das als bester Torjäger. Ja, so ist man in Wolfsburg. Man hat andere Philosophien mittlerweile ausgerufen. Christian Tresch, der Torschütze. Da hat Hoffmann gleich mal halt ausgesehen gegen Kavan, den Rotzünder vom Schalke-Spiel. Aber da ist Hoffmann wieder. Schade, wieder Kavan dazwischen. Das war knapp, denn da hat er schon aufgezogen. Achtung, jetzt Co. gegen Werner. Fehlpass von Werner. Holtby. Tresch. Sehr schön. Co. auf Hoffmann. Ja, der war wieder abseits, glaube ich. Ja, der war abseits. Schade. Mein Gott, ey, wieder zu spät gespielt. Also langsam müssen wir uns an das Abseits mal gewöhnt haben. Das ist in Ordnung. Da tut uns der Torwart hier einen Gefallen. Und spielt den kurz. Gustavo, schön abgefangen. Genau, Hopi deutet die Bewegung von Perisic richtig. Da muss er schießen. Manninger! Klar, warte, was ist denn hier los? Eieieiei. Augsburg bringt sich jetzt gerade selber hier in Schwulitäten. Da ist überhaupt keiner. Bei Vogt doch. Da ist Boateng. Hofmann. Hofmann, jawohl, der sieht die Lücke. Sehr schön. Gustavo, direkte Flanke. Perisic ist da. Manninger ist da. Mein lieber Mann, ey. Aufpassen, aufpassen. Gut, schlechter Ball wieder. Wieder Boateng hier, ey. Gustavo, der wird richtig mutig hier. Hofmann. Hofmann. Schuss angetäuscht. Jonas Hofmann. Eieieiei. Oh, Fehler von Klose. Der überzeugt mich nicht, aber das war's, glaube ich. Ja. Ja. Das Spiel ist aus. Das Tor von Christian Dresch entscheidet. 1 zu 0. Ist auch ein Kantersieg, habe ich mal gehört. Und, wow. Damit gehen wir zurück in die Redaktion. Nein, wir gucken uns natürlich die Spielbewertung noch an. Wir sehen hier deutlich. Schüsse 13 zu 2. Ballbesitz 60-40, Zweikämpfe haben wir viele verloren anscheinend. Aber Passgenauigkeit 90%, das ist natürlich überragend. Und hier sehen wir es, Diego mit einer 5,9 nicht umsonst ausgewechselt von mir übrigens. Und Hoffmann mit einer 4,4 ist auch hart. Das ist hart. Tim Klose hat eine 7,1 gekriegt, habe ich nicht so gut gesehen, wie ihn FIFA sieht, ist mir auch egal. Und da keine Spieler verfügbar sind, sage ich hiermit, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Gegen Eintracht Braunschweig. Haut rein!